Kann ich dir auch ich würde die gerne einmal viel zu gut, ey. Aber es ist immer noch die beste Rüstung und das ist so unfassbar dämlich. Ich liebe es. Kopfbedeckung haben wir immer noch keine neue. Outfit haben wir immer noch den bandagierten. Hauen wir den Leuten mal auf die Fresse. Moin. Schön, dass du weißt, wo ich bin. Lebst noch? Kobe. Oh. Hat fehlgeschlagen? Ist hier ein Netrunner? Ja, dann sucht mal da bitte. Okay, da hinten ist einer. Wir haben hier echt einen Netrunner. Und das ist der Typ da hinten. Leute, kommt her. Oh, fuck. Oh, Backe. Finn, das Judy erfährt. Komm ich hier irgendwie noch runter? Nee, aber ich kann... Wow, jetzt brauche ich einen scheiß Code. Oder ich finde... Ist hier gerade einer einfach hinter mir? Nee. Was ist denn hier noch alles? Ach, da hinten ist der. Ja, Leute, wie komme ich denn zu euch? Okay. Ja. Wo bist du? Na, am Studio. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert. Damit wir leichter rauskommen. Hi. Stehst eher auf die harte Schulter. Boah, Alter. Eine Sekunde auf mich. Auf den Arsch. So, du lebst ja noch, ne? Fick mit deinem Bein, brauchst du mich. Verlinken wir uns mal hier wieder. Jetzt können wir auch wieder Data Mining vernünftig wenigstens machen. Und 1C. Ich hoffe, der Scheiß bringt wenigstens auch was. Weil letztes Mal hat er aus irgendeinem Grund das wieder von alleine weggenommen. Dann habe ich anscheinend keine Boni oder so bekommen. Okay, ich bin da. Suchen wir sie. Halt durch, F. Schön. Du bist auf einmal. Du bist gerade da drüben gewesen. Judy, was ist falsch mit dir? Leute, ich habe eine Shotgun und Angst, zu Ende zu sitzen. Okay, ich sehe einen. Zwei sind ja da dran. Ah. Ja, es heißt, ich werde... Ja. Machen sie schon nicht. Einfach so neben ihm mit der Shotgun stehen. Stealth ist nur eine Option. So. Das ist zu viel. Ich finde überflüssige Items. Das heißt immer wieder bye-bye Waffen. Echt, ich hasse es. Warum?
Und es ist auch nur, wenn ich eine Waffe wegschmeißen möchte. Ja komm, das Scharfschützengewehr brauche ich anscheinend nicht. Ich die Waffe nicht. Und der Revolver, da kann ich mich mit anfreunden. Revolver ist auch nicht schlecht, deswegen kann die Waffe weg. Habe ich jetzt. Ne, okay. Judy, muss mal kurz. Mach nicht so einen Scheiß wie Jackie, Alter. Ich hab schon wieder zu viele Items mit. Ich hab einfach zu viele Waffen. Warum waren in der Tasche so viele Waffen, ey? Das Sturmgewehr brauche ich nicht. Ich wollte die alle noch verkaufen, aber das Spiel sagt nein. Reicht dann noch, oder? Ja. Ja. So. Ja, Revolver sind schon was Schönes. Wirf machen. Klopf, klopf. Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an. Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Na klar. Ich sehe sie. Und das Kabel. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Ja, ja, ja. Das ist Evelyn. Naja. Okay, dann mal los. Boah. Okay. Los geht's. Mach dich bereit. Ja. Und? Jetzt! Evelyn. Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutung oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Müssen sie bewegen. Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Das ist belastend, wenn sie das nicht mehr weiß. Hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Wow. Ist das dein Ernst, wie? Du willst das jetzt machen? Ja, ups. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Beeil dich, wie. Wenn es jetzt zu einer Schießerei kommt, schon mal darüber nachgedacht? Ich kann ja wohl schlecht einfach wegschmeißen. Wir gehen. Wir haben uns alles angeguckt. Reicht dann auch. Komm schon, ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Nö. Brauchen ist was für Poser und es stinkt. Oh, verdammt, quatsch nicht. Mach endlich eine Kippe an. Nee. Nein. Nichtraucher sind die Pest. Ich hab echt nur Pech. Tja, was dagegen? Rein. Wo sollen wir warten? Was? Willst du Wurzeln schlagen? Hab diesen Horrortrip nicht auf mich genommen, um vor einer Tür zu stehen. Ich habe von Meditech bekommen. Was? Im Schnitt. Mama Wellers. Ja. Bitte geh ran. Ruf dich zurück. Gut, dann müssen wir sie wohl jetzt zurückrufen. Wo haben wir Mama Willis? Da. Einmal anrufen. Wie? Schön, dass du anrufst. Endlich. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Nicht seit Jackies Tod. Wie geht's dir? Wie soll's mir gehen? Mein Sohn ist tot. Aber
Ich komme schon klar. Hoffen wir es mal. Wollte dir mein Beileid aussprechen. Dein Beileid aussprechen? Jesu Christopi, du hast bei mir gewohnt. Hab wenigstens den Anstand, mich nicht wie eine Fremde zu behandeln. Hör zu, ich wollte dich hier anrufen. Ich mache eine Offrende für Chiquito. Ohne wäre es kein guter Abschied. Die Zeremonie findet im Coyote Cojo statt. Seine Freunde werden auch da sein. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Schöne Idee, Mama Wells. Ich komme vorbei. Daran habe ich nie gezweifelt. Hast du was? Alles klar. So, und ich glaube, an diesem Punkt machen wir dann auch das nächste Mal weiter. Wenn wir dann wieder durch Night City streifen. Hoffe ich, haben die Parts gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Haut rein.